nichts Neues. So, kurz nach 5. Der erste krasse Aufstieg. Nein, Scherz. Ich bin ja erst vor einer halben Stunde oder so losgefahren. Ich bin jetzt gerade über die Isar rüber und jetzt hat in Grünwald und von da geht es perfekt nach Süden. Vielleicht habt ihr es ja gesehen auf Instagram. Hoffentlich eine erfolgreiche Transalp von mir. Es geht nach Südtirol. Es ist jetzt nicht irgendwie ein fancy hoher Pass. Geht auch gar nicht, es ist Februar, auch wenn es viel zu warm ist. Im Februar mit 6-7 Grad, gerade eben momentan nachts, hat es trotzdem in den Bergen natürlich. Die hohen Pässe sind alle geschlossen. Also, der Winter diktiert einem so ein bisschen die mögliche Route für die Querung der Alpen. Für mich ist es, glaube ich, die schönste Strecke. Der Reschenpass. Da freue ich mich mega drauf. Das ist für mich jedes Mal irgendwie so ein im Wohnzimmer dahingleiten. Und ja, genau, vorgestern kam die Idee dazu, indem mir meine Freundin Kaspreisknödel serviert hat. Ja. Und da habe ich mir gedacht, komm, auf, muss los. Ja, und das habe ich dann geplant und gepackt gestern. War dann noch beim Bowlen das erste Mal seit immer. Hab eine mega schmerzende rechte Hand. Upsi, ich darf fast bei Rot über die Ampel. Und jetzt ist grün. So. Meine rechte Hand tut weh wie Sau. Ich hab's wahrscheinlich für alles falsch gemacht, aber wurscht. Heute ist Montag. Am Freitag muss ich in der Früh arbeiten, geht nicht anders. Also habe ich heute den Reisetag, Dienstag und Mittwoch Zeit. Und dann kommt noch der Rückreisetag am Donnerstag. Des Nächtens ist das Rabenschwein des Nächtens. Es läuft, es läuft. Und dieses Licht. Blind. Der Wind dürfte ruhig ein Rückenwind sein, ist es aber nicht. Macht nichts. Es ist ein Seitwind. Also alles ist besser als Gegenwind. Temperaturtechnisch traumhaft. Irgendwas mit 5 Grad, 6 Grad. Kein Frost. Ja. Was gibt Besseres? Der Tag beginnt. Es wird schön langsam hell. Es wird ein wunderbarer Tag. Immer mal wieder ein paar Schleierwolken, aber ansonsten soll es richtig gut sein.
schön. Der Sylvenstein ist halt doch immer ein schönes erstes kleines Etappenziel. Ich bin bei Kilometer 71, war in Lenggries beim Frühstücken. Das war wunderbar. In meiner Lieblingsbäckerei Nah und Gut Kellner. Und ja, es ist kurz vor 8. Und es geht jetzt eigentlich gleich weiter. Ein bisschen zapfig ist, also ich, ein Grad, denke ich jetzt mal, hat's. Ich hoffe, dass die Mautstrecke zwischen Vorderes und Wallgau, wer einen Sylvenstein kennt, der weiß, von was ich spreche. Ich fahre nämlich normalerweise, wenn ich zum Brennau fahre, fahre ich da lang, dann komme ich zum Aachensee. Diesmal fahre ich nach rechts lang und fahre somit nach Wallgau, Mittenwald und dann rüber nach Österreich. Diese Mautstraße, ich hoffe, dass die eisfrei ist, weil sonst habe ich 25 harte Kilometer vor mir. Da habe ich ja schon mal meine lustigen Wintererfahrungen gemacht, aber ich bin recht optimistisch. Genau, ja, es geht jetzt gleich weiter. Meine Rosinen sind mal, glaube ich, ja, wobei, die lasse ich noch ein bisschen da. Und mein Bananchen darf auch noch ein bisschen vor sich hin reisen. Ist doch auch schön, wenn man ein bisschen reisen kann als Banane. Und zwar umweltfreundlich. Das ist doch toll, oder? Hat jetzt auch nicht jede Banane. Brav. Brave Banane. Hat definitiv nicht jede Banane, mal umweltfreundlich zu reisen. Ja, zapfig! Ah, schaut's mal dahin. Da kommt der blaue Himmel. Na dann doch, dass hier Winter ist. Mai, Februar, gell? Also, hat man schon erwarten dürfen. So, 6 Kilometer oder was sind's noch? Bis nach Vorderes. Und da geht's dann nach rechts. Rüber. Kurz über die Isar. Und dann entlang der Isar nach Wallgau. Eine wunderbare Strecke. Steig auf. Komm, komm, komm. Sonne, bitte. Ah, ist das nicht wunderschön? Diese schneebedeckten, super krassen hohen Berge. Da ist die Zugspitze. Ganz rechts. Ah. Schon aushalten da. Im Wallgau.
Mittenwald und gleich nach Mittenwald. Man sieht es da hinten so ein bisschen. Kommt das wunderbare Österreich. Da hinten schaut man nochmal Mittenwald. Und hier diese tollen Silhouetten und die Sonne. Ich habe mir natürlich genau den Ort ausgesucht, wo die Sonne hinscheint. Das ist sehr logisch. Ja, bieselt habe ich. Tirol. Ist immer lustig, wenn man neben Skifahrer und radelt. Dass da ein bisschen wärmer werden wieder. Ist zapfig, sauzapfig da. Hier hat es auf jeden Fall minus. Es gibt den dann schon noch. Den Winter. Ja. Arschkalt. Aber schön. Und die freuen sich auch, dass da noch Schnee liegt. Es ist so hell, dass ich jetzt echt eine Sonnenbrille brauche. Und eine halbe Tafel Schokolade. Da kann man es aushalten. Sau schön. Ja, und schon habe ich eine halbe Tafel Schokolade gegessen und womöglich knalle ich mir jetzt den Rest auch noch rein. Ah, Sonne. Ist was Feines. Ja, jetzt muss ich aber auch wieder los, weil bei all dem Pause machen darf man nicht vergessen, es ist halt Winter, Februar. Es ist jetzt 10:45 oder so. Und das bedeutet, in 6 Stunden beginnt es dann ja schon wieder, dass es dunkel wird. Und, also da darf ich schon ein bisschen weiter sein. Gell? Ein bisschen trödel ich schon umeinander, merke ich schon. Kilometer 120. Wenn es jetzt 11 ist und ich um 4.30 Uhr oder was losgefahren bin, dann, das sind jetzt 5, 6 Stunden, 120 Kilometer. Und jetzt kommen ja eigentlich erst die Berge. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, dass ich in den nächsten 6 Stunden auch 120 schaffe. Dann bin ich bei 42 und insgesamt sind es 310 oder so. Thank you.
So, ich bin im Inntal. Ich gebe mir jetzt mal 2 Stündal für diese 42 Kilometer nach Landeck. Da wäre ich dann schon sehr froh, wenn ich das schaffen würde. Schauen wir mal. Ja. Aber die Tafel Schokolade, die ich gegessen hatte, die hat mir ordentlich Energie verschafft, hoffe ich jetzt zumindest mal. Noch spüre ich es nicht, aber kommt gleich. Was ich jetzt hier vorhabe, ist klar. Bieseln. Da, wo andere Urlaub machen. Ist das hier geil. Und das hat 12 Grad mindestens. Und die Sonne und überhaupt und so weiter und so fort. Traumhaft. Das Radl, es rollt. Es ist, kann jetzt nichts perfekter sein gerade. Zeitfresser, aber auch Seelenheil, oder wie man das sagen würde. Waldbaden. Oh, Träumchen. Wunderschön. Es gibt nämlich nicht nur den einen Radweg hier im Inntal, sondern durchaus auch schöne Varianten. Echt toll. Und lichtdurchflutet und total schön warm gerade. Und es riecht halt, das was kennt man ja im Winter nicht. Es riecht halt jetzt einfach nach feuchten Nadeln, die sich gerade erwärmen. Und durch die Verdunstung geht so ein bisschen Geruch in die Luft. Ja, das ist, ja, so ist das. Ja, genau. So, gekonnt den Strommasten, nicht gezeigt. Ganz was Besonderes. Radler Nummer 37 und 927 dieses Jahr. Gell? Supermarkthalt ist ja so der klassische Fall, wo man einfach Schiss hat. Ich begegne meinem Schiss mit, jetzt habe ich schon aufgemacht, mit meinem, ja, so ein Kabelbinderschloss. Das ist echt geil, das habe ich mir erst kürzlich zugelegt. Macht Eindruck. Und, ja, diesem Klingelchen hier, da ist ein AirTag drin und somit sehe ich immer, wo mein Radl ist. Das ist nichts gegen den Profi-Dieb, aber der Profi-Dieb wartet auch nicht hier im Supermarkt, und, bis ich komme, außer er hat es wirklich auf mich abgesehen sozusagen. Da kann ich nichts machen. Das ist was gegen Gelegenheitsdiebe. Und Gelegenheitsdiebe rechnen da jetzt nicht mit. Und da gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, sofort, es wird gleich in irgendeinen Container reingeladen und dann gibt es da keinen Empfang mehr und so. Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern die meisten Diebstähle, die passieren, sind mit Sicherheit keine Diebstähle, die von Leuten begangen werden, die dann gleich einen Container in der Nähe haben, wo sie das Fahrrad reintun
weil sie den Verdacht haben, dass da ein AirTag drauf wäre. Also, meine ich nicht. Somit für meine Zwecke ganz wunderbar. Habe ich auch in meinem Geldbeutel drin, so ein AirTag und in meinem Schlüssel und so. Das macht für mich sehr viel Sinn. Ja, genau. Und diese Klingel ist natürlich wirklich genial. Also, ich meine, ihr wisst jetzt, ihr werdet mich aber nicht überfallen, nehme ich jetzt mal an. Wie gesagt, ich denke eher der Gelegenheitsdieb ist hier das Opfer von dieser Klingel. Das ist da perfekt integriert. Man sieht wirklich gar nichts. Ich verlinke euch mal diese Firma. Wirklich richtig gut gemacht. Kurz hätte ich gesagt. Das ist nicht ganz perfektes, wunderschönes Kurz-Kurz, aber es ist Kurz-Kurz. Ich nähe mich langsam wirklich dem Reschenpass. Keine Ahnung, könnten wahrscheinlich noch so 40 Kilometer, 45 sein, bis ganz oben. Wobei über Martina wahrscheinlich ein bisschen mehr. Punz 21 Kilometer. Ja. Aber es ist so unfassbar wenig Wasser. Das, was man hier sieht, ist aufgestaut. Also, und das ist schon so wenig. Das ist wirklich krass. Am Gardasee, der sich ja eigentlich im Winter füllt, gibt es ja jetzt schon wieder Krisensitzungen, weil so wenig Wasser da ist. Schön langsam wird Abend. Die Sonne geht bald unter oder von uns unter. Hier in den Bergen geht es ja immer deutlich schneller. Ja, so weit, so gut, glaube ich. Ich bin ein paar Kilometer vor Pfunz. Das ist, glaube ich, ganz okay. Nach Pfunz könnte ich mir vorstellen, sonst noch 40 Kilometer bis, na, ach, keine Ahnung. Über Martina fahre ich ja wieder über die Schweiz und ja. Genau, ich bin wieder, wie ihr seht, angezogen, habe wieder meinen Jackerl an, bin nicht mehr kurz, seit bestimmt eineinhalb Stunden schon nicht mehr. Und ich denke, ich bin gerüstet, auch essenstechnisch, habe einiges dabei. Ich hätte sogar noch einen Red Bull und ein paar Gummibärli und ein, zwei Müsli-Riegel. Und ich habe jetzt gerade eben das erste Mal seit bestimmt 6 Jahren so ein Ding hier zu mir genommen. Schmeckt halt süß und salzig. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich räumt es mich nicht durch. Passt. Also da habe ich auch noch eins. Von daher, ja, könnte passen. Und jetzt geht's gleich weiter. Bis der Schiss kriegt man schon immer. Da ist jetzt gefährlich. Man ist so richtig sulzig geworden auf der Straße.
Man sieht es vielleicht sehr besser. Also, ja. Servus. Ja, ich sitze hier in Meran und lasse mir die Sonne so richtig schön auf den Pelz scheinen und bedanke mich quasi bei mir selber, dass ich da gestern tatsächlich hergeradelt bin. Ist jetzt tatsächlich auch die früheste Transalp von mir gewesen. War jetzt wettertechnisch durchaus ja nicht Februar, sondern eher Aprilwetter, aber dennoch nachts jetzt, das hat dann schon nochmal, war gut zapfig und ja, wie immer ist es halt so ein Überwindungsding, ja. Ja, ich genieße es jetzt hier nach dem gestrigen natürlich anstrengenden Tag und habe mir schon ein, zwei Kaffees einverleibt und ein Cappuccino, Espresso, ein bisschen Eis, ein Knödeltree, na, mir geht's hier wirklich gut. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei meinen Touren und auch bei meiner Berichterstattung, so wie ich das halt hier so mache mit Instagram und Co., dann habt ihr da eine ganz coole Möglichkeit. Über Buy Me a Coffee könnt ihr mir quasi symbolisch einen Kaffee ausgeben oder auch zwei, ein Backerl Gummibärli oder sonst irgendwas. Und dieses Geld, was dann da quasi über Buy Me a Coffee an mich gelangt, das werde ich ganz gewinnbringend in lokalischen Köstlichkeiten umsetzen. Und ja, es ist natürlich immer schön, wenn man einen Kaffee ausgegeben bekommt. Genau. Da wollte ich euch kurz darauf hinweisen. Ich wünsche euch alles Gute und ihr werdet den Urlaub noch von mir hören. Ich habe noch ein bisschen was vor. Morgen wahrscheinlich ein bisschen joggen. Ja, da geht's jetzt hoch. Alter, leck mir mal. Bin jetzt schon tot. Naja. Dann fange ich doch jetzt einfach mal an. Das Prokrastinieren hier immer. Ja, noch ganz kurz. Ich gehe noch ganz kurz. Gleich laufe ich los.
Ja, nie läufst du los. Oder halt ich. So. Los geht's. Ja, das war jetzt ein Halbmarathon. Bin bei 5 Stunden 6 und Kilometer 20 mit Höhenmeter, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, kann man lassen. Dann mein komplettes Werkzeug, da ist alles drin, was ich an Werkzeug brauchen könnte, sogar inklusive.